jetzt weg. I think so. Ach, hier ist der Eingang, oder? Ja, hier ist er. Okay. Wo ist Krebsi? Da ist Krebsi. Da hinten schwimmt er. Ich warte mal, bis der so ein bisschen aus der Reichweite ist. Auf jeden Fall in die andere Richtung. Welcome aboard, Captain. ...61 Lebensenergiepunkte haben wir nur noch. So, wo war das jetzt noch gleich? Hier? Nein, er ist da draußen gerade. Also eine Abkürzung genommen. Wo zum Teufel ist dieser Kackeingang, ey? Ich hasse es. Das kann nicht so schwer sein. Da. Zu weit sogar. So, wir müssen nur rein. Da drin kann der uns nichts mehr. So. Alles klar. So, und was ich mal eben mache, rein zur Sicherheit. Ja, man weiß ja nie, was so passiert. So, vielleicht. So geht's auch. So. Jetzt muss man wieder auf die 4. Jetzt gehen wir hier rein. Und dann gucken wir mal, dass wir hier wieder runterkommen. So, will ich mal in einen anderen Eingang rein? Das ist der gleiche wie vorher. Das ist ein anderer diesmal. Im Grunde genommen spielt es keine Rolle. Ich denke mal, wir werden auf dasselbe Konstrukt stoßen. Eigentlich würde nur noch fehlen, dass hier einer rumfliegt. Also einer von diesen Seekönigen. So, hier geht's rein. Und ich fliege einfach mal mit unserem Krebs da rein. Juhu! Kann mein Krebs nicht mehr bewegen. Jetzt wieder. Okay, ich kann nicht weitergehen als bis hier. Dann. Oh, wie süß! Wie süß er sich hinsetzt! Okay.
Wir lassen es mal hier gerade. Wir trinken schnell mal einen Schluck und dann schauen wir uns mal um, würde ich sagen. Und ich hätte gedacht, dass wir den Ionenwürfel jetzt nochmal hätten hier abbauen können, aber naja. So, darunter sind wir schon gegangen. Ich gucke erstmal alles, guck mir erstmal alles an. Hier ist so eine violette Tafel. Bevor wir irgendwo reingehen. Das ist scheinbar ein anderer Eingang. Es gibt also zwei. Dann haben wir hier einen Weg, da unten einen Weg, zwei violette Tafeln. Und das ist. Ah. Ionenwürfel einsetzen. Ein Portal. Wir haben gerade keinen Ionenwürfel, wir haben den zu Hause gelassen. Ja, naja, gut. Obwohl, wir machen jetzt was da oben. So, eine violette Tafel rein. Und wir kriegen die blaue Tafel. Alles klar. Blaue Tafel. Blaue Tafel, glatt und kalt, mit einem blauen Licht, das ein fremdes Symbol erleuchtet, das einen großen H ähnelt. Naja, gut, da braucht man jetzt schon sehr viel Fantasie für. Wahrscheinlich dienten diese Geräte zum Teil als Sicherheitsberechtigung für diejenigen, die sie erbauten. Ihre Größe weist auf einen zusätzlichen Zweck hin, vielleicht persönliche Computer, was auch immer der Fall sein mag, die Technologie ist weit über der Menschheit hinaus. Gehen wir mit. Blaue Tafel. Die haben wir schon mal. Dann geht es noch hier nach unten. Vielleicht können wir da noch irgendwas deaktivieren, dass wir mit dem Krebs hier rein können. Oder wir müssen uns da hinziehen, das kann natürlich auch sein. Ah, hier war der Ionenwürfel drauf. Hatten wir schon runtergeladen. Dann hier nochmal eine violette Tafel einsetzen. Fremdes Wärmekraftwerk. Okay. Fremdes Wärmekraftwerk. Dieses System wandelt die örtliche Wärmeenergie mit 90%iger Effizienz direkt in den elektrischen Strom um. Der Großteil dieser Energie wird im Kraftwerk selbst in batterieähnlichen Geräten gespeichert. Jedes speichert den Jahresenergiebedarf einer Kleinstadt. Der Rest wird jedoch abgeführt, vermutlich um sie auf andere Einrichtungen auf dem Planeten zu verteilen. Das Kraftwerk scheint vollautomatisch zu sein und beim gegenwärtigen Verständnis der beteiligten Mechanismen unterbrechungsfrei. Kann ich da jetzt einfach reingehen? Mal, da geht es nur nach oben. Ich gehe einfach nach oben. Hier ist noch eine Datenkonsole. Integrating new PDA data. Zeuge Ionen. Synthesizing ion power blueprints from alien data. Blueprints stored to data bank. Daten über Ionenenergie. Es war möglich, nützliche Informationen über die fremde Ionenenergie zu entnehmen. Ionenwürfel werden künstlich aus einer mineralischen Substanz gezüchtet und so konstruiert, dass sie in einem stabilen Zustand bleiben trotz der enormen ionischen Energie, die in ihnen enthalten ist. Das Einsetzen eines Ionenwürfels in ein geeignetes Gerät kann diese Energie als elektrische Energie freigesetzen. Okay, ja. Mit diesem Wissen ist es möglich, Baupläne für neue Batterien und Energiezellen zu erstellen, die dank der fortschrittlichen Ionenenergie wesentlich länger halten. Baupläne, blaue Tafel, Ionenwürfel und Kyanid können wir jetzt selber machen. Darüber hinaus kriegen wir noch was. Ionenbatterie und Ionenenergiezelle. Ionenbatterien, Ionen, Gold, Silbererz, okay. Wahrscheinlich halten die dann einfach länger, nehme ich an. Alles klar. So, wenn ich jetzt da reingehe, bin ich dann tot?
scheint zu funktionieren. Integrating new PDA data. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.4 kilometers. Okay. Ich mache hier mal gerade ein bisschen was zu. Sortiere. So viele Sachen nämlich wieder offen. So, kurz ein Hinweis, Hauptsicherungseinrichtung. Hauptsicherungseinrichtung. Ein Energieverteiler im Wärmekraftwerk verteilt die vor Ort aufgenommene Energie an andere Einrichtungen auf dem Planeten. Standort der Hauptsicherungseinrichtung aktualisiert. Erbaut in einem natürlichen Abgrund, verbunden mit dem Höhlensystem Richtung Süd-Südost. Gebiet in vulkanischer Aktivität, Tiefe 1,4 Kilometer. Die haben wir ja schon gefunden. Energieverteilung. Selbst teleportierende Quarantäne-Verstreckungseinheiten 5%. Bogennetzwerk 10%. Schutzräume Alpha, Beta, Gamma 10%. Quarantäne-Verstreckungsplattform 35%. Seuchenforschungseinrichtung ausgefallen. Hauptsicherungseinrichtung 20%, Reserve 20%. Der Energiefluss kann nicht ohne weiteres unterbrochen werden. Gut. Muss ja auch nicht zwingend. So, dann haben wir, glaube ich, hier alles, was wir mitnehmen können. Da unten ist jetzt nichts Spektakuläres mehr. Ich vermute mal, dass wir mit dem Krebs nur dahin kommen, indem wir uns mit dem Haken dahin ziehen. Ich würde das vielleicht mal versuchen, weil ich würde schon gerne das Portal nochmal aktivieren. Allerdings speichere ich vorher, nicht, dass wir den nachher nicht mehr rauskriegen und... So, kurz einmal speichern. Ja, jetzt können wir hier reinlaufen. Okay. Meine, dann haben wir zumindest die Möglichkeit, das Portal nochmal zu aktivieren. Wo immer wir damit hinkommen. Warum steht hier eigentlich so ein fetter Ionenwürfel rum? So. Verstehe ich aber nicht, warum ich hier vorher nicht reinlaufen konnte. Kann ich mich schon gar nicht bewegen. Verlassen mal kurz. Und einen nehme ich mit. Okay. Und dann setzen wir den mal hier ein. So, Portal aktiviert. Wo kommen wir denn hier hin? Meter sind wir jetzt. Oh. Oh. Wir sind in der Rakete. Nicht Rakete, in der Kanone. Alles klar, dann wissen wir, wo es hier hingeht. Sehr praktisch. Müssen wir auf jeden Fall hinterher hier nochmal vorbeischauen. Wir werden also nochmal hier hin müssen. Dann haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück. So, da unten geht's raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ausweg ist, aber spielt im Prinzip keine Rolle. Das ist der, wo wir vorhin schon mal gewesen sind.
Schön, wie sich hier die Wege aber auch hochwinden. Könnte man also recht problemlos auch langlaufen. Bräuchte ich gar nicht mal unbedingt darüber zu fliegen. So. Hoffe ich mal, dass wir jetzt wieder runterkommen. Ist hier irgendwo, aber... Wenn ich weiß, wo er ist, ist es immer ein bisschen beruhigender, ehrlich gesagt. Wir laufen im Prinzip einmal komplett außen rum. Ja, genau. Schwimm du mal da weiter. Aber der hat echt eine unglaublich starke Range. Also im Verhältnis zu den anderen Leviathanen ist das ja, ist das gewaltig. Wie soll man denn bitte hier eigentlich vernünftig mal Erze abbauen? Man wird doch permanent gestört. So. Dann haben wir alles, was wir benötigen, um da reinzukommen. Ich würde aber selbstverständlich nochmal wieder zur Sicherheit ein paar Tafeln herstellen. Wir haben ja genug Ressourcen dabei, kein Problem. Jetzt müssen wir irgendwie warten, bis er da wieder weg ist, damit wir zu unserem Zyklopen wiederkommen. Wie um alles in der Welt kann er mich bitte hier sehen? Wie geht das? Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch völlig übertrieben. So ist er weg. Ich stand vor allem hinter der Wand. Also er muss durch Wände sehen können. Gut, die können durch Wände fliegen. Also scheinbar ist das auch kein Problem für die. Warum sollte man sich dann überhaupt die Mühe machen, sich zu verstecken? Nichts Böses, ne? Aber du meinst, mich hier jetzt blöd anmachen zu müssen, dann kann ich auch andere Seiten aufziehen. Wahrscheinlich greift er jetzt hinten unseren Obelix an. Ah ja, schwimmt wieder weg. Bitte schwimm wirklich weg. Und dreh jetzt nicht wieder um. Ja, der schwimmt da hinten durch die Wand, alles klar. Der kommt aber wieder, ne?
uns jetzt gerade schon wieder gesehen. Von da hinten vor allem, ne? Ne, hat er nicht. Gott sei Dank. Aber der Warper, der uns gerade ein bisschen geärgert. Ich wusste, dass du in der Nähe sein musst. Ja, was? Er hat nur die Leiche seines Bros gesehen. Hat hier scheinbar sehr, sehr viele. Ich habe euch noch nie was getan, ihr blöden Seekönige. Ich meine, ihr habt mit dieser Alien-Basis doch ohnehin nichts zu tun. Das macht mich übrigens nervös, dass ihr die ganze Zeit da hinten bei unserem Obelix rumschwirrt. Natürlich. Zieh durch. Das Problem ist, ich darf den ja nicht hinter mir haben, weil wenn ich... So. Wenn ich den nämlich direkt hinter mir habe und zu meiner, zum Zyklopen hinschwimme, dann greift er ihn nachher wirklich an. Da. Ist er weg? Hä, jetzt hat er uns nicht mehr gesehen, oder wie? Natürlich ist er. Wie funktioniert denn bitte diese KI? Ach ne, er hat uns glaube ich nicht gesehen. Er ist nur zufällig in unsere Richtung geschwommen. Wenn Animal Planet und NetGeo Wild mir eins gelehrt haben, dann ist es, das Raubtier nie den Rücken zu wenden. Ja, ich habe aber Angst vor dem Raubtier. Oh, jetzt schwimmt er wieder. Oh, das ist unsere Chance. Jetzt oder nie. Bin ich so mit diesem blöden Warper, ne? Du musst auf jeden Fall mehr Animal Planet gucken. Ich drehe mich jetzt mal nicht um. Wir schaffen das auf jeden Fall. Er ist nicht hinter uns, sehr gut. Und hier hinten in die Ecke kommt er nicht so oft. Eigentlich. Ich finde es interessant, wie sich die Lava immer verschiebt, wenn wir näher rankommen. Ja, klar. Bin ich? Okay. So, erstmal muss ich natürlich jetzt gucken, wie sieht es denn hier drin aus? Ist überhaupt noch Sauerstoff da? Oder muss ich hier erstmal nachlegen? Emergency power only. Oxygen production offline.
ein. Ganz wichtig, jetzt erstmal was zu essen. Ja, machen wir jetzt. So. Ich sage erstmal kurz speichern. Krebs hier rein. Mein Gott, das stelle ich nicht an, nur weil es hier ein bisschen wärmer ist. Welcome aboard, Captain. Noch ernsthaft. Einfach sind die ganzen Fische, die gerne immer teleportiert. Komm schon. Nein. Schwimm doch rein, Mann. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Ich schaff's nicht, in diese Kackluke reinzukommen. Danke. Oh. So, jetzt aber. Was sagt denn der Tacho momentan? 16%, okay. Noch ein paar Batterien. Wir brauchen auf jeden Fall wieder neue Tafeln. Drei orange Tafeln haben wir noch. Die können wir mitnehmen. Wir machen zwei violette Tafeln. Da brauchen wir Ionenwürfel und Diamanten. Haben wir jetzt zum Glück abgebaut. Zwei Ionenwürfel und vier Diamonds. Eins, zwei, drei. Drei. Diamonds mehr. Das ist so schön. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Vielen Dank. Okay, ich habe nur noch drei Diamanten. Gut, dann machen wir jetzt mal eine violette Tafel. Oh, alles gut. Ich hoffe selbst auch. Und für die blaue Tafel brauchen wir das Kyanid, genau. Zwei nehme ich, das mache ich auch nochmal welche von. 1, 2, 3, 4. Und ein Ionenwürfel. Sicher ist sicher. Muss ja einen möglichen Grund geben, warum wir blaue Tafeln herstellen können. Okay. Prozent. Die saugen schon wieder ganz schön. Ne? Ich muss mal wieder ein bisschen das Ungeziefer beseitigen, glaube ich. Gewesen. Das war aber sehr wenig. Das sehe ich aber keine. Tatsache. Okay. Vielleicht saugen die mehr, je länger die dran sitzen. Das kann natürlich sein. Das ist nicht unbedingt die Masse, sondern einfach die Dauer, wie lange sie da sind. So. Nochmal speichern.
Ja, schade, dass wir keinen Diamant mehr übrig haben. Ich habe jetzt auch nichts hier an Bord, woraus ich Diamanten herstellen könnte. Also, was mit eingehen, was bringt? Ich habe Salz. Serin. Ich habe halt Magnetit, Gold. Jetzt noch auf den Tisch proben, Tischkorallen proben. Hier ist halt noch ein Diamant. Ach, schade. Naja, wahrscheinlich wirklich. Gucken wir mal unten, aber würde mich jetzt sehr wundern, wenn wir dort noch irgendwo Diamanten drin hätten. Warum gerade Diamanten? Na gut, dann hoffe ich mal, dass zwei lila Tafeln ausreichen werden. Haben wir dahingehend auf jeden Fall jetzt alles erstmal so weit zusammen. So, die Ionenwürfel packe ich dann wieder hier rein. Ich würde mal zwei mitnehmen. Vielleicht müssen wir wieder irgendwas aktivieren. Wer weiß. Essen. Ach komm, einer geht noch. So. Was sagen die Sachen? 92, 88. Das sieht alles gut aus. Dann noch einmal kurz speichern. Und auf wie geht's.